Hallo, wir sind's auf Shoreline. Warum? Keine Ahnung. Nee, wir haben die Baklava, die Balaklava auf. Ich glaube, Balaklava ist das Richtige. Die haben wir auf. Und dazu haben wir noch eine Skeffest an, weil wir Punisher Part 4 probieren. Beziehungsweise einfach ein bisschen davon. Wir müssen nämlich PMCs töten. Und das wird für mich sowieso unmöglich, weil ich hasse, PMCs zu töten. Ich finde das einfach immer utopisch schwer, die umzubringen. Es geht gegen unmöglich. Ich weiß nicht, was ich im Spiel getan habe oder warum ich im Kampf gegen Spieler so schlecht bin. Ich denke mir ganz oft, ich muss einfach mal was an der Grafik umstellen. Weil ich das Gefühl habe, dass ich alle also nicht an der Grafik, sondern am PostFX oder so. Ich habe das Gefühl, ich sehe alle so viel später als die mich. Dass das schon unangenehm wird. Krank. Also wirklich, hier ist es auch wieder. Das nehmen wir, da krieg ich schon ein Skeffest davon. Ich bin mir auch so persönlich komplett unsicher, wo finde ich denn hier PMCs? Wo kann ich mich denn hinscherbeln, um die zu finden und zu töten? Ja klar, es würde bestimmt Sinn machen hier oben im Resort. Aber da sind auch nur übelste Kunden unterwegs, übelste Chats. Ich kann versuchen, auf so ein Dach zu kommen davon, weil ich habe sowieso gern erhöhte Punkte, aber es ist halt die Frage, ob mir das was bringt oder ob ich halt doch einfach umgeknallt werde. So, wenn ihr euch fragt, warum ich eine Mosi nehme, ist es einfach eine Waffe, mit der ich mich mit am wohlsten fühle. Na und schwerhörig bin ich dazu sowieso noch, also das macht es mir halt noch tausendmal schwerer, dass ich eh nicht höre. Also ich fühle mich immer ein bisschen hilflos hier, um ehrlich zu sein. Na, wenn du wenigstens Spieler gewesen wärst, aber nee, du bist ja nur ein Kackskeff.
das ein Spiel. Und jetzt ein Skeff beobachten könnte, wie der abgeknallt wird, das wäre ein Traum. Aber warum sollte keiner hier hinlaufen? Gehen wir dafür. Klappe halten. I have no business with you. Die Richtung ungefähr. Auch so hoch, dass man daran sterben könnte. Das ist fast schon hier oben liegen, beziehungsweise irgendwo noch weiter hinten.
ich auch noch die Jammer vergessen. Es ist wirklich, es ist einfach nur traurig. Das Witzige ist, wenn man hier mal nicht irgendwie versucht, 80 Millionen Skeps zu töten, dann klappt das ja sogar ganz gut. Oh, das könnte was werden mit dem Richtung. Zumindest ein Stück weiter rechts. Theoretisch das eine Ding markieren, wenn hier jemand ist. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch einen Spieler treffen. Halte ich für. Ich zweifle an mir selber. Ich hab's Schießen oder so verlernt. Aber ich muss ganz andere Waffen spielen. Irgendwo von oben wieder, wie lange hocken die Kunden denn da drinnen? Naja, da sehen wir uns in der nächsten Runde. Wird wahrscheinlich erstmal ein Scaffern werden. Bis gleich. So, es geht wieder auf Woods, es wird wieder geschrotflintet. Oh, super Performance-Schlag. Ja. Let's go.
Ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendwie noch mal was. Also gerade am PostFX oder also PostFX irgendwie ändern, dass ich einfach die Leute auch besser sehe. Das triggert mich komplett. Ich glaube auch gerade ist es aktuell leider so, dass du wahrscheinlich deutlich bessere Ausrüstung brauchst, beziehungsweise auch deutlich besser spielen musst als ich. Das ist einer Grund. Als ich, um hier noch was, ich sag mal, Sinnvolles rauszuholen. Das mag aber auch einfach dem geschuldet sein. Dass die Leute halt einfach schon übelst weit in dem Vibe sind und ich einfach noch so ziemlich hinterherhänge und eigentlich auch deutlich mehr Geld farmen müsste. Ja, also den Spieler habe ich gesehen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier vorne eventuell noch Spieler absnacken können. Spieler oder Skeps ist mir prinzipiell egal. Ich weiß zwar eigentlich, warum auf meinem, wenn ich mit dem Skeff spiele, ich treffe meistens so gut, wie oft ich Leute schon gemosient habe, aber jetzt. Schön weggemosient oder so, aber aktuell, ich krieg's einfach nicht hin. Ich frag mich, ob ich weiß ich nicht, ob es irgendwas an meinem Aim irgendwas so signifikant Dummes passiert ist. Der kann ruhig die ganzen Skaffs killen. Gut, und aber genau das meine ich, gucken die doch an. Jetzt können wir gucken, auf mit was für einer Munition er geschossen hat. Und wissen schon wieder alles darüber. Blackout M62 Tracer. Also da hier sind Waffen im Einsatz, wo ich mir denke, Junge, da macht's für mich halt wenig Spaß. So, ich habe mich dafür entschieden, wir gehen ins Factory. Und holen jetzt dieses Sample. Und hoffentlich kann man einfach jemanden aus dem Leben bumsen. So. Mir reicht's einfach. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Ich renne jetzt hier durch. Ich gehe jetzt oben, hol dieses schwule Sample.
Sind wir jetzt im Chat? Nö. Ist das hier Exit 1? Das zweite ist wahrscheinlich da hinten. Schlüssel nicht mit. Irgendeiner hat ja auch gerade gequatscht, aber es ist mir scheißegal. Was für ein Dreckschwein, wirklich. So, das noch rein und dann gibt es hier noch schön. Zack, Beinchen noch dran. Was auch immer hier passiert ist. Aus der Putzer. So, kleiner Factory Raid, wir haben was fertig gekriegt. Ich gebe jetzt endlich diese eine Müllquest ab. So, wir haben zwei gekillt. Leider nur einen dort, wo ich ihn killen wollte. Der hat uns trotzdem ganz schön weggeholt mit seiner Pistol. Aber da habe ich auch einfach übelst spät geschossen. So, wir haben die Skier-Quest fertig. Nächste Quest fertig. Top Secret. Die Wi-Fi-Kameras. Scavs töten. Endlich können wir bei ihm was machen. Das können wir wahrscheinlich mal machen. Das ist gar nicht so übertrieben. Aber ja, dann sehen wir uns einfach gleich wieder.
So, Kinder, aus Shoreline wird's. Fishing Gear müsste es sein. Ich muss bloß mal genau gucken, wo das ist. Das ist nämlich. Ah, genau. Ja, wir spawnen genau auf der anderen Seite. Das heißt, wir versuchen einmal außen rum zu laufen. Falls wir noch aus Versehen einen PMC töten, bin ich jetzt nicht abgeneigt. Dann gehört das eben. Das wäre gut, wenn wir noch einen töten. Dann hätten wir mal schon mal ein, zwei mehr. Ich würde gern so, also ich würde so gern mal wissen, warum ich immer diese eigenen Drecksschritte so laut höre und ich das Gefühl habe, jeder andere hört mich aber kilometerweit und ich die nie. Das stresst mich immer brutal. So, jetzt ist für euch wieder deutlich leiser. So, das hat natürlich jetzt. Also genau das hätte ich nicht gewollt. Jetzt kann ich, ist irgendwo dorthin gelandet. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ein paar nochmal zurückrennen. Ist mir egal, ich will jetzt straight für diese Quest gehen. Bin ich auf dem besten Weg auf jeden Fall dahin. Ich weiß gar nicht, ob wir hier einen Jammer anbringen müssen, aber ich glaube ja. Deswegen hoffe ich, dass hier einfach gerade niemand ist. Ich pre-matter auf jeden Fall. Ich davon ausgehen kann, dass hier meistens einer ist. Der hier? Ach, ich hab gar keinen Jammer mit. Gut, ich bin dumm.
erfüllen die Bude. Hier komme ich nicht runter. Hier ging es runter. Ja. Naja, was halt nun Skeff. Das heißt, ich muss jetzt hier rüber auf die andere Seite, muss dann unten zu so einem Boot und dort. Das hinlegen, ohne dass mich jemand wegflankt. Ist jetzt nicht übelst einfach. Also es klingt erstmal nicht schwer. Aber so viele Leute wie hier halt rumgeistern, geistern, vor allem hier an diesem scheiß Pier. Das kann das schon eine ganz schöne Aufgabe werden. So, wir sind auf jeden Fall gepremedet. Und wir wollen... Scheiße, dem Ganzen umgehen. Indem wir den Typen umgehen, der gerade darunter gerannt ist. Der hatte, glaube ich, einen Attack 2 Rucksack auch auf dem Rücken, also. Das war schon ein ganz schöner Typ. Deswegen gucken wir mal, ob wir jetzt hier quasi rumflanken. Na, flanken ist es auch nicht, aber hier rumlaufen. Ich glaube, der hat uns nicht gesehen. Ich habe ihn zwar gesehen, aber ob das jetzt wirklich wertvoll für uns ist, wenn ich den sehe und der mich nicht. Dein Ernst, dass man hier nicht rüberkommt? Ich wüsste, dass der da unten ist. Ich glaube auch dort runter. Bitte sag mir, dass der Typ nicht die gleiche Quest macht. Bitte, 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 bitte. Das dauert halt so lange. Wir halten kurz inne, dass man wenigstens, ich hoffe wenigstens, dass es die SV-98 als erstes ist. Wenn wir die haben, bin ich ja schon mal zufrieden. Ja. Bitte, mein lieber Mensch. Es wäre krank, wenn es klappt. Wenn es klappt, wäre es super krank.
wir haben es. PS oder so. Ich weiß halt nicht, wie lange der da drüben zum Looten braucht. Sonst hätte ich gerne noch den Marker platziert, aber dann. Jetzt frage, ist die Task fertig? Ne, du musst nämlich noch extracten. Okay, dann gehen wir für den Extract. Dann ist Extracting Time. Dann mache ich nämlich keine andere Quest mehr und wir machen noch das. So, ich werde mal gucken. Ne, das sind Steine. Ich wollte gerade sagen, da hat da jemand alle abgeknallt, aber ne, das sind Steinchens. So, naja, dann haben wir wenigstens mal Peacekeeper freigeschaltet und konnten mal gleich uns um die Quest kümmern. Mal, dann kriegen wir den auch schon auf 3. Und dann wird das langsam aber sicher immer weiter. Also wir sind auf jeden Fall, es ist wie gesagt mein weitester Run, möchte ich sagen, den ich je hatte bei Escape from Tarkov, und bin sehr zufrieden, dass zumindest bis jetzt ist ja alles solo passiert. Bin jetzt aber auch nie abgeneigt, wenn es nicht mehr solo passiert, weil es halt doch schon langsam immer schwerer wird. Deswegen. So, wir geben die Quest noch zusammen ab und dann war es das wahrscheinlich schon für die Folge. Haben wir nur einen Skeff getötet, ist auch nicht so schlimm. So. Na? Das Rad des Todes. Und dann haben wir unseren lieben Fishing Gear Controller. Jetzt kommt Tiger Safari, das ist wieder auf Customs. Das weiß ich, das weiß ich. Och, das ist sogar eine gute Quest. Auf jeden Fall. Dann danke ich fürs Zuschauen. Lasst ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Abo am allerwichtigsten. Und dann sehen wir uns mal beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.